Guten Morgen. Seit einigen Wochen beschäftige ich mich mit Naturvölkern. Darunter zählen zum Beispiel die Indigos in Südamerika, die Indianer Nordamerikas, aber auch Urvölker aus Australien, Neuseeland und Asien. Ganz besonders dabei interessieren mich deren Gemeinsamkeiten. Es ist wirklich interessant, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Allerdings ist mir etwas aufgefallen, worüber ich mir schon so meine Gedanken gemacht habe. Abgesehen davon, dass es bei den Indianern, das weiß ich aus Wyoming, The Indian Time gibt. Das heißt, der Indianer kommt direkt zum richtigen Zeitpunkt an. Das ist nicht immer die Uhrzeit, die man mit diesen Menschen oder mit dieser Gruppe vereinbart hat, sondern es ist deren Zeit. Und ob das nun wirklich unpünktlich ist, kann ich gar nicht bewerten. Es ist nur unpünktlich im Bereich unserer eigenen kultivierten Zeitrechnung. Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen bei diesen Naturvölkern, und zwar deren Rituale. Und diese Rituale haben ganz bestimmte Regeln. Und diese Regeln werden von Generation zu Generation über die Stammeshäuptlinge oder Medizinmänner oder die Ältesten weitergegeben. Und diese Rituale finden nicht einfach so statt, weil man mal Lust hat, sondern sie orientieren sich sehr häufig an einen Kalender, zum Beispiel die Indigos oder die Stämme, die von den Mayas kommen, orientieren sich an dem Maya-Kalender oder orientierten sich bislang am Maya-Kalender. Und es gibt andere Stämme, die richten sich nach Jahreszeiten, nach den Sternen bzw. nach der Astrologie. Und dort gibt es ganz genaue Berechnungen, wann etwas, wo und wie stattfindet. Und das seit Jahrtausenden von Jahren. Das ist eine lange Zeit. Bei Ausgrabungen hat man Dinge entdeckt, die Informationen darüber gaben, wie kultiviert und weit entwickelt doch unterschiedliche Völker waren, bevor sie verschwunden sind. Und es gibt in der Tat auch den einen oder anderen Indianerstamm, der plötzlich wie vom Weltboden verschwunden ist. Also man weiß überhaupt nicht, was da passiert ist, weil es scheint von den Ausgrabungen her zu sein, als wären die schwupps verschwunden. Keiner hat darauf eine Antwort. Naja, es gibt vielleicht die ein oder andere Spekulation, aber es gibt keine wissenschaftliche Antwort darauf. Es gibt allerdings wissenschaftliche Hinweise darauf, dass diese Urvölker, diese sehr alten Zivilisationen fähig waren, ganz präzise Dinge zu berechnen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber man konnte schon tausende von Jahren vor Christi den Abstand zwischen Erde und Mond berechnen. Und in der Formel hatte man sich lediglich hinterm Komma verrechnet wegen den Rundungen, also weil man gerundet hat. Es ist schon erstaunlich, dass man bestimmte Dinge wirklich so hervorragend ausrechnen konnte, damals schon anhand von Formeln und Winkel. Also wer sich dafür interessiert, da gibt es sehr, sehr interessante Literatur. Aber zurück zum Thema. Wenn wir also in unserer Entwicklung als Mensch zurückblicken, entdecken wir Zivilisationen, entdecken wir Naturvölker, die nach ganz bestimmten Ritualen zu ganz bestimmten Zeiten an ganz bestimmten Orten mit einer ganz bestimmten Gruppe Dinge veranstalten, Rituale veranstalten. Diese Völker hatten einen sehr hohen Respekt und sehr hohe Achtung
vor den Naturgesetzen und auch vor den göttlichen Gesetzen. Das heißt, es kam keiner auf die Idee, in irgendeiner Form diese Rituale zu verändern oder gar nicht echt erst durchzuführen. Zu irgendeinem Zeitpunkt gab es dann einen Bruch in der menschlichen Entwicklung, so möchte ich das mal versuchen auszudrücken. Und bestimmte Rituale wurden jetzt zum Beispiel in unserer modernen Gesellschaft völlig vergessen. So, ich möchte jetzt da auch gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Ich möchte allerdings einen ganz wichtigen Punkt machen. Und zwar, wir haben heute verlernt, uns an bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu halten. Wir glauben, wir sind in unserer Kultur und Zivilisation so weit entwickelt und so gut gebildet, dass wir uns alles nach unseren Regeln untertan machen. Und ich denke, dass das nicht funktioniert, weil wir Teil einer Ordnung sind und als Teil dieser Ordnung nur die Fähigkeit haben, kleine Bereiche, die uns direkt umgeben, in irgendeiner Form zu verändern bzw. zu beeinflussen. Allerdings unterliegt alles, was wir tun oder unterlassen, einer allgemeinen, übergeordneten Ordnung. Wir können nicht beeinflussen, dass die Erde sich um sich selbst und dann um die Sonne dreht. Wir können nicht beeinflussen, dass wir hier in unserer europäischen Region Jahreszeiten haben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir können auch wenig beeinflussen, was die Natur macht. Wir glauben das zwar, indem wir düngen und Pestizide versprühen, dass wir uns einmischen in die Entwicklung der Pflanzen und der Früchte, die wir hervorbringen. Aber im Grunde ist das nur ein kleiner Einfluss, den wir haben auf das, was wirklich ist. Und wenn wir heute ein so schlimmes Durcheinander haben, dadurch, dass wir unser Land zerstören, weil wir nicht ordnungsgemäß Gemüse und andere Produkte anbauen, indem wir Raubbau betreiben, indem wir in Südamerika beispielsweise Wälder roden und die Natur dann entsprechend reagiert. Natürlich auch wieder nach der eigenen Ordnung. Wir können es nicht beeinflussen. Könnten wir das, würden wir wahrscheinlich beeinflussen wollen, dass wir etwas tun und die Ergebnisse dann auch unseren Vorstellungen entsprechen. Und da geht ja häufig der Schuss nach hinten los. Nun haben wir hier in unserer modernen Gesellschaft einen sehr hohen Konsumbedarf oder auch einen sehr hohen Müllgenerierungsbedarf oder Wegwerfbedarf, dass wir gezwungen sind, bestimmte Dinge in anderen Ländern zu produzieren, damit wir diesen Massenkonsum mit dem Euro, den wir zur Verfügung haben, auch zu kaufen. Wenn du dir mal betrachtest, welche Fahrten eine Jeans hat, bevor sie letztendlich im Laden landet, wirst du überrascht sein. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Flugstunden so eine Jeans unterwegs ist. Ich kann dir aber sagen, dass die von einer Ecke des Globuses zur anderen fliegt und manchmal nur um einen Reißverschluss einzunähen. Der Grund liegt darin, dass man an unterschiedlichen Orten der Welt die Dinge eben günstiger produzieren kann
und die Umweltverschmutzung durch die Fliegerei in Kauf nimmt. Also ich glaube, wenn man das wirklich mit spitzem Bleistift berechnen würde, käme man schnell zu dem Schluss, dass es eher eine Mogelberechnung ist, die man da vorgenommen hat, weil man bestimmte Faktoren nicht in die Berechnung mit einbezieht. Zum Beispiel, was man in der Umwelt anrichtet durch den Transport der Ware, durch den Eingriff in andere Zivilisationen, wo, naja, man muss schon davon, muss ja schon sagen, dass die Leute dort Geld verdienen und vielleicht auch einen gewissen Wohlstand sich aneignen. Aber darum geht es im Grunde gar nicht. Im Grunde geht es darum, dass wir in unserer Gesellschaft einfach gelernt haben, viel zu kurzfristig zu denken. Und wenn man sich die Urvölker anguckt, wenn man sich die uralten Zivilisationen anschaut, die haben in ihren Ritualen, beziehungsweise durch die Rituale sieht man schon, außerordentlich langfristig gedacht. Also nicht in ein Jahres, fünf Jahres, zehn Jahres und 50 Jahres Rhythmen, also 50 Jahre ist ja schon sehr hoch gegriffen. Die haben in Hunderte, Tausende und Zehntausende von Jahren gedacht. Und in diesem Zusammenhang haben diese Völker dann auch rein theoretisch Verantwortung übernommen für Menschen, die in 10.000 Jahren noch hier auf unserer Erde leben. Und wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Gesellschaft heute ist und wie sie vor vielen Tausenden von Jahren ausgesehen hat, aufgrund der Informationen, die wir haben durch Ausgrabungen und so weiter, sollten wir uns etwas schämen, dass wir so kurzfristig denken, dass wir wenig Verantwortung übernehmen für unseren Nächsten und dass es wir, wenn es um Rituale geht, nicht einmal schaffen, bestimmte Vereinbarungen einzuhalten, die wir mit anderen Menschen haben. Zum Beispiel im Handel, wenn man als Unternehmen zusammenarbeitet, aber auch privat. Denn würde man Vereinbarungen einhalten und würde man miteinander kommunizieren, um gute Lösungen zu finden, hätten unsere Gerichte hier in Deutschland wesentlich weniger Arbeit. Kein Mensch würde sich unter den Umständen, wie damals die Inkas und die Mayas, respektvoll und ehrfürchtig einer höheren Instanz gegenüber gelebt haben, trauen, Dinge zu bauen, die plötzlich 10-mal so viel kosten, 5 Jahre länger dauern und keiner wirklich die Vereinbarungen einhält und keiner wirklich die Verantwortung übernimmt. Was dann letztendlich sehr viel Zeit und sehr viel Geld kostet. Im Grunde wird aufgrund von Nachlässigkeit sehr viel verschwendet. Im Bezug auf Gier werden Dinge verbraucht und vernichtet. Und in Bezug auf Disziplinlosigkeit werden Fehler gemacht, die dann irgendwie auf eine Art und Weise wieder korrigiert werden müssen und das oft auf Kosten anderer. Wir können unserer Gesellschaft sehr viel mit Geld berechnen. Ja, das ist unser Maß und dieses Maß ist grundsätzlich ja gesund, weil wir dann auch sehen können, welchen Wert etwas hat. Es bedeutet, dass in jedem Euro, den du in deinem Portemonnaie hast, ein entsprechender Wert wie Energie in diesem Euro abgespeichert ist. Und wenn du diesen Euro ausgibst, wird diese Energie freigesetzt, um das zu bekommen, was du möchtest. Und wenn du jetzt schaust, wie viel Euros ausgegeben werden aufgrund von Unpünktlichkeit, Disziplinlosigkeit in Bezug auf Gier und Verantwortungslosigkeit, dann muss das einem doch in der Seele wehtun. Ich habe nicht die Illusion, dass sich das in unserer Gesellschaft von heute auf morgen ändert.
Aber ich finde es gut, wenn sich jeder darüber mal für sich selbst in seinem eigenen Lebensraum Gedanken macht, wo er Zeit und Energie verschwendet, wo er oder sie Vereinbarungen nicht einhält, wo er andere Menschen warten lässt. Und macht euch mal ein paar Gedanken darüber, was Rituale für dich bedeuten könnten. Wie es ist, wenn man sich mit Menschen zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, mit der gleichen Intention trifft, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Und stell dir vor, du würdest es tagtäglich machen. Zum Beispiel auf deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis. Ich glaube, wenn jeder ab heute den eigenen Lebensraum verbessert, die Qualität erhöht, dann haben wir vielleicht auch relativ schnell eine neue Qualität in unserem Land, auf unserem Kontinent und vielleicht auch auf der ganzen Welt. Und wenn nicht morgen, tja, dann rechnen wir wie die Mayas und die Inkas. Nicht in 10 Jahren, nicht in 100 Jahren, vielleicht in 1000 Jahren. Aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und den Schritt machst du immer direkt vor dir. Bye.